Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age Inquisition. Wir sind hier über den Balkon hochgeklettert und jetzt soll ich schauen, was hier in dieser Tür ist. Denn so viel Zeit habe ich gar nicht. Ist ja Interesse ist geweckt wegen Blue Flaggen am Boden. Deswegen möchte ich jetzt mal schauen. Ob ich hier irgendwas finden kann. Florian. Buch herausziehen. Na klar, Geheimgang. Ist ziemlich dunkel hier über alles. Ja, es wird spannend. Ja. Na, egal. Nehmen wir alles mit. Lady M, ich brauche euch heute Abend an meiner Seite. Die unangenehmen Zwischenfälle im königlichen Flügel haben mir gezeigt, dass es im Palast keinerlei Sicherheit gibt. Auch wenn ich nicht damit rechne, dass mein Vetter Magie einsetzen wird, wäre ich doch nicht überrascht, wenn er eine weitere Heimsuchung durch Dämonen herbeiführen würde. Da meine Hofverzauberin nicht hier ist, um mich zu unterstützen, muss ich mich gänzlich auf euch verlassen. Ich kann niemandem mehr vertrauen. Selene. Aha. Also ich glaube, ich sollte mal wieder hier raus, sonst sinkt mein Ansehen wirklich. Obwohl. Ich muss mich echt beeilen. Ich glaube, wir gehen letztens mal wieder runter. Nicht, dass es tatsächlich noch mehr absinkt. Wir können nur hoffen, dass sich Selene heute Abend durchsetzt. Gespard wäre unser aller Untergang. Lady Nachtigall macht mich nervös. Dann lauschen wir mal wieder. Du musst nicht allein mit dem Prinzen, die Vater mit dem Schlafengarten und dem Plantar. Ich darf mit nichts sehen, Sir. Du bist die Nachbarn. Dann musst du gar nicht den ganzen. Ich bin nicht ohne Sinnsbeschränkung. Gut zu wissen. Ich habe keinen Tod verstanden. Tafel lesen. Egal, ich möchte hier weiterkommen. Muss ich vielleicht da hinten lesen? Interessant. Ihr müsst euch irren. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Blut auf dem Fliesen war. Falls das jemandem im Rahmen des Spiels passiert ist, beherrscht er es nicht sonderlich gut. Man hinterlässt keine Beweise, wenn man gewinnen will. Mit Gaspard und dieser Elfin im Spiel? Die einzige, die hier gewinnen kann, ist Selene. Was machen die hier für Spiele? Wir können nur hoffen, dass sich Selene heute Abend durchsetzt. Das ist ja... Gaspard wäre unser aller Untergang. Es ist ziemlich lange her, seit ich zuletzt etwas... Mysteriöse Spiele! Weiß eigentlich irgendwer, wie viele Tote es in den Dänen gab? Karte schauen. Laufen wir erstmal wieder zurück. Interessant. Was hört er denn da immer? Hat er Superohren?
So, gut. Irgendwie müsste ich meine Punktzahl mal erhöhen. Weil 24 ist ein bisschen knapp. Komme ich da noch irgendwo anders hin? Fließt dann der 11. Versperrt, da kommen die weiter. Ach, wo sollen wir denn hin? Also eigentlich war ich ja schon da, aber ich weiß nicht, Wenn eine Punktzahl aufgebraucht ist, dann bin ich raus, oder wie? Ja, lass uns das nochmal probieren. Mal schauen, wie lange das hält. Hier sind auch noch Blutflecken. Fordert mir Hallerstück. Ach verdammt. Da komme ich auch nicht weiter. Sind alle denn noch Saves hier? Ich hoffe nicht. Es passt von Zeit. Nichts, was er tun könnte, wenn er den hier wollte, ist auf seine Seite. Was kann. Ziemlich langwierig werden. So wirklich vorwärts komme ich da noch gar nicht. Der möchte nicht mit mir sprechen, oder wie? Da braucht ein Schlüssel erstmal dafür. Kann ich denn irgendjemand klauen? Macht Helmis Expedition nach Amgarak irgendwelche Fortschritte? Die ist versperrt. Wieso macht er Irgendwas Besonderes hier? Ah. Ich möchte, dass du das mit ihm hast. Komme ich sagen. Und darauf kommt es an, dass der Interview möchte. Kümmern Sie mir. Schätze. Kosmo. Na, das dürfte nützlich sein. Wenn ich davon einen Ton verstehen würde. Tatsächlich. So, gehen wir nochmal in den großen Ballsaal. Lady Fifi und. Lady Nachtigall macht mich nervös. Lady Fifi. Versperrt. Inquisitor, bitte erlaubt mir, euch meine kleine Schwester vorzustellen. Yvette Gabriella Montillier. Schön, eure Bekanntschaft zu machen, Lady Montillier. Inquisitor.
Vitor, ich habe schon so viel von euch gehört, aber längst nicht alles. Josephine schreibt mir zwar, aber sie erzählt mir nie etwas. Ist es wahr, dass einige aufständische Magier in Redcliffe Blutrituale und Orgien feierten, bis ihr ihnen das Handwerk gelegt habt? Wo hast du denn diesen Unsinn her? Das sagen in Antiva alle. Und? Ist es wahr? Diese Geschichten sind nur Wunschdenken, my lady. Oh, dann war es in Redcliffe sicher langweilig. Hinter welche Partei sollte sich die Inquisition stellen? Selene hat den Thron seit Jahren erfolgreich inne. Ich sehe keinen Vorteil darin, sie zu ersetzen. Gespard hat militärische Feldzüge geleitet, aber noch nie ein Königreich. Sein Wechsel an die Macht wäre, nun, nennen wir es mal chaotisch. Erzählt mir von euch, Lady Yvette. Das ist das erste Mal, dass ich eine von Josephines Verwandten treffe. Sie hat gewiss nicht die Künstler erwähnt. Ich habe bei den königlichen Meistern in Antiva Malerei studiert. Du solltest stolz auf mich sein, Josie. Ich werde meine Werke in der nächsten Saison im größten Salon der Stadt ausstellen. Hast du tatsächlich mal ein Gemälde fertiggestellt? Ich muss warten, bis mich die Muse küsst. Und ich muss die Rechnungen deiner Lehrer bezahlen. Genießt ihr den Ball? Ich treffe viele. Die Tanzerei langweilt mich, euer Gnaden. Aber die Galerie der Kaiserin ist überwältigend. Yvette? Tut mir leid, Josie. Sprecht weiter, Josephine. Ball Royal muss fast leer sein, nachdem so viele seiner Adligen hier sind. Sie haben bemerkt, dass die Kaiserin euch besondere Aufmerksamkeit widmet. Allerdings wissen sie noch nicht, wie sie Kapital daraus schlagen sollen. Das wird nicht lange so bleiben, fürchte ich. Wir sehen uns dann später. Bis zum nächsten Mal. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, es gibt... Ich kann nur hoffen, dass ich Selene heute Abend durchsetze. Es gibt noch Reibungspunkte, je nachdem, für wen ich mich entscheide. Ich denke mal fast, dass die Gruppe auseinanderbricht, wenn ich mich für einen von beiden entscheiden muss. Jeder hat seine eigenen Favorites. Inquisitor, kann ich euch irgendwie helfen? Je schneller wir diesen Attentäter finden, desto besser. Habt ihr einen Rat für mich? Gesellschaftliche Ereignisse der Orlesianer sind nicht mein Fachgebiet. Es gibt hier nur wenige, denen wir trauen können. Seid vorsichtig. Ihr habt hier eine stattliche Zahl von Bewunderern. Wer sind all diese Leute? Ich weiß es nicht, aber sie wollen mich einfach nicht in Ruhe lassen. Sehe ich es richtig, dass ihr euch nicht sonderlich amüsiert? Im Augenblick sind mir sogar meine Kopfschmerzen lieber als diese Gesellschaft. Wen sollte die Inquisition eurer Meinung nach unterstützen? Gaspards Anspruch auf den Thron ist berechtigt. Orle braucht jemanden, der auf die derzeitige Krise reagieren kann. Ein militärisch denkender Herrscher scheint mir da die beste Lösung zu sein. Ist euch irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nichts Auffälliges. Ich bezweifle allerdings, dass es hier auch nur eine Person gibt, die keine Hintergedanken hat. Wir unterhalten uns später. Ich warte auf euer Signal. Seht euch Lady Cambiens Schuhe an. Sind die mit Perlen und Smaragden besetzt? Und diese Schnallen? Werft sie in den See und sie geht unter wie ein Stein. Was für eine Katastrophe. Hier läuft ein Attentäter aus der Winter herum und ihr macht euch Gedanken um irgendwelche Schnallen oder Schuhe? Jeder braucht ein Hobby. Außerdem sagt die Kleidung sehr viel über ihren Träger aus. Gold und Juwelen auf einem Tanzschuh. Ein Schuh geht schnell verloren oder wird schmutzig. Sie verschwendet keinen Gedanken daran, dass sie ihren Schuh verlieren oder besudeln könnte. Das ist eine vulgäre Zurschaustellung von Wohlstand. Dabei hat Lady Cambiens Familie erst kürzlich den Großteil ihrer Besitztümer verloren. Außer ihrem Titel ist ihnen nicht viel geblieben. Insofern, wo hat Cambien diese großartigen Schuhe her? Was hat sie dafür getan? Mit wem war sie dafür im Bett? Das sind doch alles nützliche Fragen, oder nicht? Ihr seid hier irgendwie anders als in der Himmelsfeste. Etwas
zugänglicher vielleicht? Das hier ist Halam Shiral, Inquisitor. Der kaiserliche Hof. Das pulsierende Herz des großen Spiels. Hier trägt natürlich jeder eine Maske. Das habe ich in sehr jungen Jahren gelernt. Bei meinem ersten Ball war ich noch ein Mädchen. Das alles? Das Lächeln? Das oberflächliche Geplauder? Das ist ein Tanz. Und wie jeden Tanz kann man auch diesen lernen. Einigen von uns ist er so vertraut, dass wir die Schritte selbst im Schlaf beherrschen. Wen sollte die Inquisition eurer Meinung nach unterstützen? Was wir vor allem brauchen, ist ein stabiles Orlais. Und das erhalten wir sowohl von Selene als auch von Gespard. Ich habe etwas herausgefunden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, was wir damit anfangen können. Äußerst interessant. Das hilft uns vielleicht nicht bei unseren Nachforschungen, aber wir können es auf jeden Fall nutzen. Wenn wir noch mehr solcher schmutzigen Geheimnisse ausgraben, könnten sie uns bei Hofe als Druckmittel dienen. Lasst es mich also wissen, falls ihr weitere Dinge in Erfahrung bringt. Ich sollte jetzt gehen. Seid wachsam. Das bin ich doch immer. So, das hat mir aber immer noch nicht weitergebracht. Als schließlich Pierre, mein dritter Ehemann, am Scharlachfieber starb, schwor ich mir, nie wieder zu heiraten. Ach, das ist doch doof. Aber Maximilian hat mich umgebracht. Komme ich nicht raus? Seid ihr verheiratet? Nein. Fühlt sich sichtlich unwohl mit so viel Fans. So, also hier gibt's nichts mehr. Ja, dann bleibt ja nur noch Vestibül. Das heißt Cassandra. Was ist da oben? Komme ich da oben irgendwie hin? Da habe ich schon gelauscht. Schön zugehört. Gespard vergeudet seine Zeit. Nichts, was er tut, glaubt könnte der Rat nicht. Er wollte nicht, dass der Krieg heute Nacht endet. Ja. Darüber hätte er nachdenken sollen, bevor er damit gedroht hat, sie alle in ihren Häusern zu finden. Ich habe gehört, die Inquisition war hier. Du glaubst doch alles. Inquisitor, genießt ihr den Ball? Das ist euer erster Auftritt bei Hofe, nicht wahr? Ich bin Lady Marcellette, Hofhistorikerin ihrer kaiserlichen Majestät. Was genau macht ein Hofhistoriker? Ich bin für die historischen Aufzeichnungen des Hofes verantwortlich. Überdies verwalte ich unsere Bibliothek und erfasse alle offiziellen Vorgänge. Seid ihr hier, um die Chronik der Ereignisse des heutigen Abends für die Nachwelt festzuhalten? Oh ja, das ist ein bedeutender Anlass. Das erste Treffen des Großherzogs mit ihrer Majestät seit Ausbruch des Krieges. Selbst wenn, der Erbauer möge es verhindern, die Gespräche scheitern sollten, ist es doch ein wichtiger Moment in der Geschichte des Reichs. Guten Abend, Lady Marcellette. Vielleicht ein andermal. Ja, zum Glück habe ich da keine Punkte verloren. Ich habe so ein bisschen die Ahnung gehabt, dass ich da wieder was verlieren werde. So. Warum blutet es hier überall? Ist hier irgendwas? Ich höre es ja komisch. Habt ihr gehört, was Gaspard zu Herzog Germain gesagt hat? Zu seinem eigenen Onkel?
Jermaine hat die Gehässigkeit seines Neffen besser aufgenommen als der Rest des Rates. Habt ihr diesen verängstigten Attaché gesehen? Kommen wir da nicht längs? Nö, ne? Wenn ich fliegen könnte, wäre das gut. So, an den komme ich ja nicht vorbei. Blöd, 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 blöd. So, mehr habe ich hier aber auch. Gut zuhören, befragt ihr. Wo sind die denn? Die kann ich nicht untersuchen. Wie komme ich jetzt hier weiter? Komme ich doch da zu einer Tür? Stimmt es, dass Andraste den Inquisitor aus dem Nichts gerettet hat? Hallerstattung. Das ist aber die Frage, wo finde ich diese? So, ist hier irgendwas? Oh, es geht hier weiter. Der Pfeil der Zeit fliegt nur in eine Richtung und sein Weg weist uns den Weg nach vorne. Wie philosophisch. Wie tiefgehend. Gleich mal plündern. So. Scheint ja richtig groß zu sein hier. Was macht Cole hier? Die Gesichter reden, aber sie bewegen sich nicht. Sei da auf Satin, auf Haut, stets sehnend, tugendhaft und doch getrieben. Es sind zu viele. Ist schon irgendetwas vorgefallen? Liliana hat viele Gesichter. Sobald sie ein neues aufsetzt, verändert sie sich gänzlich. Geht es euch gut, Cole? Ihr wirkt durcheinander. Noch mehr als üblich. Sie haben Gesichter hinter den Gesichtern. Lügend. Mit einer Schicht, die die Wahrheit erzählt. Ich weiß nicht, wie ich ihnen helfen soll. Macht einfach weiter. Haltet euch von Schwierigkeiten fern, Cole. Socken werden nass, wenn die Flut kommt. Sind wir denn hier? Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt weiß ich auch tatsächlich, wo wir sind. So. Bling, bling. Geheimen Liebesbrief nehmen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge von Dragon Age Inquisition. Bis dahin, sage ich, bye.